Relegation Teil 2. Nach der Auftaktniederlage von Eintracht Stadtallendorf gegen die Stuttgarter Kickers braucht es jetzt schon ein kleines Wunder für die Mittelhessen, um doch noch den Sprung in die Regionalliga Südwest zu schaffen. Die Relegation besteht aus insgesamt 3 Teams, was bedeutet, erst am Dienstag fällt die endgültige Entscheidung um den Aufstieg. Ganz anders sieht das bei Eintracht Trier aus. Für die Gäste geht es erst im zweiten Spiel gegen die Kickers. Mit einem Sieg heute in Stadtallendorf könnte das zu einem echten Endspiel werden. Generell ist die gesamte Saison für Stadtallendorf sehr, sehr bitter verlaufen. Bis zum letzten Spieltag war man durchgängig Tabellenführer. Dann gab es die Last-Minute-Niederlage gegen Hessen Dreieich und plötzlich war der direkte Aufstiegsplatz weg. Beide Mannschaften brauchen eine ganze Weile, bis es erstmals gefährlich wird. Fast 20 Minuten sind schon gespielt, Standardsituation für Trier und in der Mitte verpasst Jason Taiapara nur haarscharf. Es ist der Auftakt zu einer spektakulären Phase. 3 Minuten nach dieser Freistoßgelegenheit, die Gäste kommen über rechts und Rot kommt zu Fall. Es gibt Strafstoß für Trier. Maurice Roth wird unten leicht getroffen, das reicht dem Schiedsrichter gespannt für einen Elfmeter. Und somit heißt das Duell jetzt Tolga Şahin gegen Dominik Kinscher. Şahin ist dran, aber er hat ihn nicht. Die Führung für Eintracht Trier. Und für Stadtallendorf wird es jetzt eine Riesenherausforderung, denn nur mit einem Sieg besteht noch eine Resthoffnung auf den Aufstieg. In der 23. Spielminute erzielt. Doch daran ist momentan gar nicht zu denken, denn Trier macht einfach weiter. Wieder nur 2 Minuten später, Kinscher hat da allen Platz der Welt und findet in der Mitte Jan Brandscheid. Der Doppelschlag der Trierer innerhalb von 90 Sekunden. So kann man mal starten in eine Relegation. Und wer hat denn hier etwas von Aufhören gesagt? Die Gäste, wie in einem Rausch, Stadtallendorf kann sich gar nicht mehr wehren. Heinz nach dem nächsten Ballgewinn auf König, Sven König, 3:0. Innerhalb von 4 Minuten fällt Stadtallendorf völlig auseinander und Trier darf ordentlich Selbstbewusstsein sammeln für den kommenden Dienstag. Pure Verzweiflung natürlich auf der anderen Seite. Damit hatte der TSV überhaupt nicht gerechnet. Nach 45 Minuten sind praktisch jegliche Aufstiegshoffnungen verflogen. Wenn ihr gerne mehr vom Aufstiegskampf sehen wollt, lasst doch ein Abo da bei KickTV und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Nach dem Seitenwechsel bringt Dragon Sichaya 2 frische Kräfte. So wirklich ändert das allerdings nicht am Spielverlauf. Es geht weiter, nur in eine Richtung. Immer wieder bieten sich Trier Chancen zum Umschalten und auch wenn es diesmal keinen Treffer gibt, die Gäste bleiben die klar bessere Mannschaft. Und noch bleibt ja genügend Zeit, um das Torverhältnis weiter aufzuhübschen. 54. Minute, Yannick Debra mit dem 4:0. Spätestens jetzt dürfte auch dem größten Optimisten klar sein, dass heute, das ist eine klare Angelegenheit. Und während der Gästeblock noch jubelt, kommt der TSV dann doch mal vor das gegnerische Tor. Der eingewechselte Leon Lindenthal mit dem ersten wirklichen Abschluss. Das ist offensiv natürlich viel zu wenig. Ansonsten läuft dieses Spiel ohne große Highlights herunter. Erst kurz vor dem Ende kommt Trier nochmal nach vorne. Dilan Esmel mit dem Schlusspunkt. Das war jetzt aber auch wunderbar herausgespielt.
Kurz nach diesem Treffer ist dann Schluss. Eintracht Trier setzt ein ordentliches Ausrufezeichen in dieser Dreier-Relegation. So könnte das am Dienstag gegen die Stuttgarter Kickers ein echtes Drama geben. Stadt Allendorf hingegen muss auch die letzten Aufstiegshoffnungen begraben. Die Stimmen zu diesem Spiel. Ich glaube, die Höhe ist dann doch etwas überraschend, weil es vorher einfach nicht zu erwarten gewesen ist, weil sich da drei Vertreter in dieser Relegation treffen, die alle eine Riesensaison gespielt haben. Aber ich glaube, man hat gemerkt, dass Stadt Allendorf ja, ein bisschen müde gewesen ist und ja, vielleicht auch das Momentum nicht auf deren Seite mit den Niederlagen zuletzt. Wir wussten das, wir wollten Tempo hochhalten, mussten natürlich die Anfangsphase überstehen, weil Stadt Allendorf da hochgepresst ist, viel investiert hat, aber wir haben das dann hinten heraus souverän runtergespielt. Nach dem Spiel jubelt sich Trier schon mal warm und wer weiß, vielleicht geht es damit am Dienstag schon weiter.